Hi, ich bin Fred. Ich bin Stefan. Welcome to Folge 2 von Spaß mit Bieren. Im Auto. Im Auto mit geiler Musik von den Ärzten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es erkennt. Wir werden es mal nicht verraten, aber es ist irgendwie ein bisschen liebevoll. So. Das ist doch nicht schlimm. Aber wir wollen euch damit nichts sagen. Das soll keine Botschaft sein oder sowas. Ja. Und wir haben das zweite Bier. Und zwar ist das das Tegernseer Hell. Was kann man zu diesem wunderschönen Bier sagen? Typisch bayerisch, helle Vollbier, gebraut mit bayerischem Reinheitsgebot. Kristallklares Gebirgsquellwasser, ausgesuchte Rohstoffe, über tausende von tausendjährige Braukunst zurückgehen auf die Benediktinerkloster. Auf die einen Suffgöppe. Gegründet 746, garantieren ein bekömmliches Bier. Das ist halt noch vor dem Reinheitsgebot gebraut. Das ist ja der Hammer. Ja, wir machen parallel dazu, weil wir haben uns überlegt, Auto und Folge 2, was können wir jetzt noch machen? Wir waren schon auf der Autobahn, Geschwindigkeiten haben wir bewertet, überraschenderweise hat es keine Auswirkung. Wir lieben unsere Stadt und Leipzig, das wollen wir euch jetzt einfach mal so zeigen. Und wir fahren jetzt parallel einfach mal mit über den Ring. Ich werde mal ein paar Nuancen davon mit zeigen. Und der Stefan, der fährt jetzt hier uns wunderbar chillig lang. Dieses wunderschöne Bier im bayerischen Blau-Weiß gehalten. Wir haben sogar hier im Oldschool-Faktor-Style noch so einen alten. Das sieht so ein bisschen aus wie vom Krieg, ne? Also so. Ist das HB? Ist das vom Hofbräuhaus? Ja. Ach so. Zumindest ist es nachgemacht, das hat ja auch die Farben. Hallo, ich finde, auch hier unten ist noch einer drauf. Oh, jetzt hat er das Auto abgeschmiert. Nein, das ist deine Start-Stopp-Automat. So. Was geben wir jetzt dafür für dieses wunderschöne? Hier ist noch eine Brauerei drauf, wie es wahrscheinlich mal aussah. Tatsächlich, Brauer ist Tegernsee, bayerisch. Nochmal, wie gesagt, vielen Dank hier, Martin, das ist garantiert von dir. Martin, ich sage jetzt nicht deinen Namen, du altes Schnatterinchen. Und vielen Dank dafür, dass du uns das gegeben hast. Und ich werde es jetzt mal öffnen, nachdem ich gesagt habe. Zwei Punkte. Ist eine solide Flasche, solides Design. Ich mag es, dass es nicht so ewig hochgezogen ist wie unsere letzte Flasche. Ich mag dann doch eher den Maurer-Style, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ein Oldschool-Design, wo man sagen muss, jo, ja. Haben wir schon schick gemacht. So, gleich sind wir am Ring. Außer, Fred sticht sich jetzt außerdem ab. Aber jetzt erstmal machen wir noch so ein bisschen was Kulturelles für Sachen, die kein Mensch wissen muss. Das ist jetzt der Leipziger Hauptbahnhof. Da haben wir, glaube ich, mal so Folge 6, 7 von innen gedreht. Genau. Es ist weiterhin der größte Sackbahnhof Europas. Das ist sozusagen das alte Zentrum Leipzigs, was wir jetzt umfahren. Das ist das alte Stadtzentrum, was bei seiner Ersterwähnung, was Leipzig vor 1000 Jahren hatte, also 1016, so schon existent war. Wir fahren jetzt sozusagen um eine Zeitreise zu machen, 1000 Jahre zurück und zeigen euch so alles, was hier mit ist. Ich denke, ihr werdet es mir jetzt im Hintergrund sehen. Genau. Wenn mal was Krasses ist, dann film ich mal drauf. Machen wir nebenbei das Bier auf. Früher standen hier extremst viele Linden in Leipzig. Deswegen auch der Name Leipzig, weil das von, ich glaube, Lipsi abgeleitet ist. Und das hieß damals Linden. Bei den Linden, genau. Genau. Und was gibt es da noch zu Leipzig zu sagen? Wir fahren jetzt original für die Strecke, bevor es Legida und Pegida für sich entdeckt haben, fahren wir jetzt die Strecke ab, wo wirklich damals über. Wir waren hier in Leipzig. Unglaublich viele Leute, 100.000 glaube ich. Ja, wir sind jetzt genau am Ring und hier wurden damals die Aufnahmen gemacht mit: Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Wir waren nicht dabei. Dafür waren wir noch ein Stückchen zu jung. Ja. Aber es ist halt hier passiert. Ihr seht noch da drüben etwas den Brühakkorden, die wir noch so gebaut haben. Genau. Wobei da dazu zu sagen ist, diese silberne
Einrahmung, die ihr jetzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten 300, 400 Meter sehen werdet. Die da drüben nennt sich Blechbüchse und steht unter Denkmalschutz. Ja, ja, das ist mal, die DDR hatte halt einfach noch Style und hat gesagt, okay, wir machen eine Alu-Karosserie im Kaufhaus. Genau. Mehr ist es gar nicht. Und jetzt kommt drauf, weil es aussieht wie eine Blechbüchse. Haben wir diesen wunderschönen Namen gegeben. Ja, nun sind wir die erste Kurve umfahren und wir kommen jetzt, und jetzt kommt es zum ultimativen GAU. Da drüben ist die sogenannte runde Ecke. Erstmal fahren wir hier am Richard Wagner vorbei, der ja hier in Leipzig auch lange war. Und das ist die runde Ecke, das ist das ehemalige Stasi-Hauptquartier. Genau. Ja, und weil diese Ecke rund ist, hat auch daher den Namen. Unglaublich. So, und so. Merkt, die Kreativität ist unendlich bei uns Leipziger. Ja. So, jetzt kommen wir noch an die Thomaskirche und dann fange ich an, das Bier zu bewerten. Die ist nämlich da. Thomas, da ist der Kantor Johann Sebastian Bach gewesen und der Tom Hammerchor singt noch dort. So, und als letztes, wirklich allerletztes, haben wir dort unser neues Rathaus. Ja, dieses neue Rathaus. Ja, hier da. Das ist ein neues Rathaus, obwohl es schon über 600 Jahre alt ist, weil das alte in der Mitte steht. So, zum Bier. Dieses Bier ist unglaublich klar. Unglaublich klar, aber wirklich klar. Ja. Und ich muss sagen, es hat den Namen Helles. Und da muss man auch in der Kategorie bleiben. Und es ist hell. Definitiv. Man sieht einen feinen, perligen Schaum. Der aber leider nicht allzu lange standhaft bleibt, so wie das für mich aussieht. Ich hatte nicht viel eingegossen und wir haben jetzt wirklich lange gequatscht. Also es war nicht viel Schaum da. Also das andere war 1,5, der ist etwas besser. Ja. Es kann auch sein, dass wir in letzter Zeit so enttäuscht waren. Aber ich gebe auch nur 1,5. Dann Schaum und die Farbe 2. Oh, oder 1 von Schaum? Aber die finde ich nicht. Also nee, 1,5 von Schaum ist okay. Und 2 von der Farbe, ja, kann man machen. So, 2, 1,5, sind wir bei 5,5. Was riecht man hier? Da drüben ist übrigens der Uniwiese. Da gehört Alowitz zur Location. Und nun, so hier rechts war mal eine unterirdische Bowling- oder Kegelbahn. Das, was hier so zugewachsen ist und zugezeigt, ja, da wurde mal drunter gespielt. Ich glaube, das sind nur plus 2 Bahnen gewesen. Irgendwann hat mir das mal eine ältere Persönlichkeit gegeben. Und das ist sogenannt Ringcafé, weil wir uns hier am Gürtler Ring befinden. Und ja, Geruch. Ich würde schwer multitasking, wie das die Bahnen da hinkriegen. Sie denken, dass sie es hinkriegen. Sprich mich nicht ganz an. Also der Geruch, den muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so toll. Fahr mal rein. Wir fahren jetzt noch ein bisschen in die Stadt rein, wo wir jetzt an der Oper und an dem Gewandhaus, was ihr im Hintergrund seht, vorbeifahren. Also der Geruch, ja, das ist Stino, 1,5, ne? Ja, ja. Er hebt mich jetzt absolut nicht an. 1,5 wäre für mich schon relativ hoch gegriffen, aber ja, 1,5 kann man geben. Ja, sind wir bei 7 Punkten. Hoffen wir, dass der Antrunk jetzt mehr überzeugen kann. Wie gesagt, wir sind beim Hellen. Also Martin, boah. Also ich muss mal wirklich sagen, es ist nicht mein Geschmack. So schlimm? Also, darfst du auch gerne mal noch bewerten? Sekunde, ich muss erstmal gucken, dass wir keine Unfall. Ja genau, Ami, nicht vors Auto laufen. Wir wollen auch noch Leute ein Bier trinken. Also hier in der Innenstadt sind die Reaktionen auf während der Fahrt und Bierkosten noch ein bisschen ausgeprägter als woanders. Das ist nochmal der Uniriese und daneben die Universitätskirche. Und ja. Hallo. Ich muss jetzt sagen, ja, mehr als ein Punkt gibt es nicht. Es haut ihn wirklich nicht vom Hocker. Es ist ein Resenz. Resenz ist dünn. Ja, aber man sieht auch keinerlei Sprut mehr im Glas, deswegen nicht weiter verwunderlich. Jeweils 1 Punkt, sind wir bei 8,5 Punkten meines Erachtens. Ja.
Jetzt haben wir noch das Mundgefühl. Das würde ich eher negativ bewerten. Also nicht als Durchschnitt, nicht als langweilig, sondern eher als negativ, finde ich. Das hat irgendwas Spülisches. Also ja. Ein bisschen wie, als wäre das Glas vorher ausgewaschen worden. Und das haben wir nicht gemacht. Ja, wir haben es kurz mit Wasser ausgespült, wie sich das natürlich gehört. Leider aber nicht, aber trotzdem. Jetzt müssen wir aber rechts, jetzt sind wir nochmal ab bei der Höfe. Ja, in seiner vollen Pracht. Ja. Machen wir es kurz. Also es gibt jetzt einfach mal für mich 7, was machen wir? 8,5 Warmer. 8,5 Warmer, es gibt nur 9,5 und 0 für einen Nachtrunk. Ja. Also der macht ja, ihr kurz nochmal. Also ich finde der Nachtrunk, der macht so das Maul taub. Also jetzt kann, ich habe schon Vollbiere getrunken, es ist hier in Osten nicht üblich, dass wir sowas trinken, deshalb tut es mir auch wirklich leid, liebe Bayern, aber. Ja, der Nachtrunk ist halt auch extrem hopfig. Und dir schläft das Maul ein. Ja. Das also, muss ich vielleicht geben wir noch einen halben Punkt, weil es war jetzt nicht das Abartigste auf der Welt. 10 Punkte.